Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Heute kommen wir mal mit ein bisschen Gameplay hier um die Ecke, ne? So, wir befinden uns immer noch so, ich glaube, ein paar Stunden vor der Aktualisierung auf Version 1.2. Die Gacha von Jane ist jetzt vorbei und im Moment haben wir jetzt hier gar nichts, weil wir jetzt erstmal warten müssen. Blade? What? Gerade Blade auf dem Fernseher. Und ja, wir müssen jetzt erstmal warten, bis wieder die neueste Gacha hier kommt, bis die Version abgedatet wird, ne? Dann kommt wieder erstmal hier was, ne? Aber ansonsten haben wir jetzt hier nichts. Also Jane ist jetzt offiziell vorüber. Und ja, ihr fragt euch dann bestimmt, warum ich jetzt hier noch mal reinschalte, ne? Kurz vor der Aktualisierung, ne? Und zwar, ich habe mal geplant, wir machen heute mal hier diese Geschichte hier, ne? Mit hier Infernale Ernte, wo wir gegen sie kämpfen müssen, ne? Weil da muss ja auch mal irgendwann gemacht werden, ne? Und dann habe ich auch, glaube ich, alles erledigt, was diese Version jetzt hier zu bieten hat. Ich habe noch einige Quests nicht gemacht hier im hier da, wo die Fernseher alle sind. Da muss man noch so ein paar Quests machen. Einige davon habe ich noch nicht gemacht, weil man da einfach viel stärker sein muss, ne? Also ich habe schon viele von denen gemacht und ich könnte die meisten von denen auch alle bestimmt schaffen, aber ich kann die nicht direkt komplett komplettieren, also alle 3 Sterne bekommen und dann alle Belohnungen und so was alles, ne? Deswegen spare ich mir halt immer alles noch auf und warte, bis ich irgendwann noch stärker werde und die dann garantiert holen kann, ne? Weil sonst müsste ich jetzt in jede Quest hier noch mal reingehen und ja, die nicht komplett abschließen und dann irgendwann muss ich noch mal zurück in die reingehen und ja, da habe ich keine Lust. Deswegen warte ich lieber, bis ich mehr Charaktere habe, bis ich stärker Charaktere habe und so, ne? Noch ein bisschen gelevelt bin. Ich habe noch nicht alle Charaktere. Ich meine, ich habe 4 Charaktere jetzt schon auf Level 55, Level 60, aber die Geschichten hier müssen doch alle gemacht werden. Ich habe jetzt das vor kurzem hier von Rina, habe ich hier das hier erstmal hier freigeschaltet, das Ding hier und sozusagen die passiven Fähigkeiten sind. Jetzt bin ich bei einigen Charakteren hier die E-Version am machen. Von Corin habe ich die, ja, von Corin habe ich auch heute erst gemacht. Und ja, die Geschichten müssen auch alle hochgelevelt werden, ne? Aber mir fehlen hier die ganze Zeit noch irgendwelche Sachen, die ich auftreiben muss. Und ja, die kosten alle Dennis und Dennis ist immer knapp und deswegen tue ich immer jetzt meine Waffen und meine Charaktere hochleveln, weil das kostet keine Dennis. Da habe ich übrigens auch schon eine ganze Reihe jetzt voll an Level 60er Waffen. Ich weiß nicht, was ich hier hochleveln soll. Und ja, gucken wir mal. So, die Aktualisierung fängt um 12 Uhr heute an. Wir haben jetzt kurz vor 9, ne, kurz vor 21 Uhr. Und irgendwo hier steht hier, dass die das Spiel gibt es auch auf PC, was? Ich dachte, das gibt es nur für die PS5, das Spiel. Irgendwo stand das hier. Irgendwie habe ich da gerade noch gelesen. Hier. Start, 25.09. 12 Uhr für 5 Stunden. Das heißt, ich habe noch 3-4 Stunden Zeit, bis das kommt. Und ja, es kam endlich jetzt mal Informationen, ne, zur nächsten Gacha. Und ja, es ist hier sie hier und sie heißt Caesar, ne, habe ich gewusst. Und sie ist der nächste Gacha-Charakter. Mit flammengekrönte Oberherrin. Boah. So, sie ist defensiv und physisch. Noch ein physischer Charakter, aber ein defensiver Charakter. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, aber dann habe ich mal wenigstens einen defensiven Charakter, den ich benutze, ne. Ich meine, ich habe auch Seth und Ben, aber Waifu, ne. Piper und Anton sind noch in der Gacha, das heißt, ja, hoffentlich gehe ich ein paar Mal Piper und nicht die ganze Zeit Anton. Das ist ihre Waffen-Gacha. Und ja, genauso wie ich mir vorgestellt habe, es gibt von den, für die Söhne von Kalidorn gibt es dann auch wieder einen extra Bangbo. Der ist jetzt hier auch angekündigt worden, habe ich mir sowas von gedacht. Wie heißt der? Rotes. Also da steht da Rotes Mokus. Und das Ding ist ganz eindeutig irgendwie für diese Fraktion. Das heißt, gut, dass ich gespart habe. Und ja, dann sind die nur einige Events und so, ne? Muss ich wahrscheinlich wieder so schnell wie möglich alles durchspielen, damit ich überhaupt spielen kann. Und ja. Und ja, darum kümmern wir uns dann, ne? Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, was es hier mit auf sich hat, weil das hier habe ich noch nicht gemacht, ne? Das ist das Einzige, was ich hier noch nicht so gemacht habe, was so von Bedeutung ist, finde ich. Wie gesagt, einige Quests habe ich noch nicht gemacht, aber alles andere, alle Events, alle Freundschaftsevents und so, die ich habe, alles andere wurde erledigt, nur das hier ist noch übrig. Und ich habe mir gedacht, ich nehme wahrscheinlich einen extra Part auch für die Gacha, für Caesar. Und ich weiß ja nicht, wie schnell ich sie bekomme, ne? Aber ich lege mich da auch schon wieder so auf ein paar Minuten ein, eine halbe Stunde oder so. Und ja, damit ich den Part noch irgendwie anders füllen kann, würde ich mir sagen, wir machen jetzt erstmal das hier. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauern wird. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mich hier erwartet.
Ich weiß nicht, ob wir hier schon direkt reingehen in den Kampf oder ob wir erst hier mit diesem Fernseher hier irgendwie diesen Modus machen müssen, ne? Also so wie hier bei den Dingern, ne? Ich kann ja mal zeigen, was ich hier schon alles gemacht habe. Ich bin ziemlich fleißig da gewesen. So, hier ist die ganze Datenbank, dann sind sozusagen die ganzen Waffen, die man hier nach jedem Kampf bekommen kann, mit dem man sich sein eigenes Bild machen kann, so, ne? Hier ist irgendwie, weiß nicht, verschiedene Elemente, Elektro, hier ist Elektro, Feuer, physisch gibt es irgendwo, glaube ich, Eis, und ja, da muss man halt immer nach jedem Kampf oder nach jedem Event irgendwie so auswählen, was für ein Ding willst du, ne? Da hast du eine Wahl von einem von drei, kannst dann auswählen, so, oh, ich möchte das, und dann kannst du so einen bestimmten Bild zusammenstellen, ne? Das ist so der Roguelike-Modus dieses Spiels, ne? Ether gibt es da auch, und da war ich schon relativ fleißig, ich habe schon eine Menge Sachen hier freigeschaltet, aber da fehlen mir immer noch ein paar, ne? Bangus gibt es ja auch, und die Charaktere gibt es ja auch. Diese Dinger hier schaltet man frei, wenn man, ich glaube, die zweite Freundschaftsstufe von allen Charakteren freischaltet, ne? Also wenn ich für Ben habe ich hier zum Beispiel das hier bekommen, als ich die zweite Freundschaftsstufe mit ihnen erreicht habe, ne? Und dann kann man die irgendwie, wenn man bestimmte Sachen in der Höhle macht, meistens ist halt irgendwie, wenn man sich da irgendwie so ausruhen kann irgendwo, dann kommt irgendwie so eine kleine Cutscene, so, oh, Ben will dir irgendwie, weiß nicht, Hilfe anbieten oder so, ne? Und dann kriegst du dieses Ding sozusagen so als Item in diesen Run freigeschaltet. So, mir fehlen eigentlich nur noch Nicole und Seth, ja, weil ich glaube nicht, dass man und Anton, Nicole und Seth fehlen mir, glaube ich. Die anderen kann ich nicht finden, weil ich die Charaktere nicht habe, deswegen kann ich halt die Freundschaftsdinger noch nicht freischalten. Sokako habe ich, Pipe habe ich. Wo ist Lucy? Lucy ist hier. Aber die kann ich halt nicht freischalten, weil ich diese Dinger nicht freigeschaltet habe. Und die muss ja erst die Freundschaftsevents freischalten. Das heißt, Sokako, Piper, Lucy, die kannst du alle gar nicht da finden oder freischalten, ne? Und mit Nicole bin ich schon ein paar Mal da reingegangen, aber irgendwie finde ich ihr Ding nicht. Irgendwie wird das nicht ausgelöst. Ich weiß nicht wieso. Bin schon irgendwie 3-4 Mal in diese Dings da reingegangen, aber ich weiß nicht, wieso das von ihr nicht spawnt. Ich habe ja ihre Freundschaft auf Maximum, ne? Ja, und Anton und Seth sind halt nicht hochgelevelt. Da müsste ich mal auf niedriger gelevelten Runs irgendwie reingehen. Dann könnte ich da vielleicht schaffen, weil die sind ja Level 30, ne? Also ich gehe da einfach irgendwie in so ein Level 20er oder Dingen rein. Vielleicht tun die eine ausbauen, ne? Ich weiß es nicht. Hier sind die ganzen Korrosionen, die man freischaltet hat. Fehlt mir nur noch eine. Also in die Sonderbereiche, ne? Hier sind so Sachen, mit denen man irgendwie Quests freischalten kann, wenn man so Items findet. Und ja, da war ich hier alles relativ fleißig, ne? Ich habe mich immer versucht, wenn ich einen Run mache, irgendwie hier darauf zu fokussieren, so, was will ich denn grinden, ne? Und habe das dann gemacht. Und ja, ist nur eine Frage Zeit, bis ich da auch alles habe, ne? Eventuell muss ich alle Charaktere haben, um das zu komplettieren. Aber mal schauen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein in sehr naher Zeit. Wenn überhaupt. So, dann gehen wir mal jetzt hier rein, ne? Haben wir genug gequasselt. Ich weiß, man kann sich irgendwie hier so Sets nehmen aus früheren Runs, ne? Diese Dinger, das sind irgendwie so Sachen, die ich mal hier freigeschaltet habe, ne? Ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt einen Run hier gemacht. Ich glaube, ich habe hier habe ich irgendwie so einen Run gemacht. Mach ich mal das hier. Geht am schnellsten und ist am einfachsten. Aber irgendwie wurden die Sachen, die ich da eingesammelt habe, ich habe mich echt darauf fokussiert, irgendwie nur passende Dinger zu sammeln für die Sachen, die ich haben will, ne? Aber irgendwie wurde das hier nicht gespeichert. Ich glaube, die Dinger werden nur gespeichert, wenn man hier reingeht, ne? Mit dieser Quest. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber jedenfalls, keine Ahnung. Ich habe hier irgendwie einen Spielstand. Man kann hier sozusagen die Spielstände hier alle hier, kann man sich aussuchen, so, oh, welchen Bild willst du hier mitnehmen, den du mal irgendwann eingesammelt hast? Und ich habe mir einfach den genommen mit den meisten Ressourcen, ja? Das heißt, ja, mit dem meisten Zeugs, ne? Was meiner Meinung nach das Beste ist. Und ja, dann gehen wir mal da rein, ne? Ich weiß nicht genau, ob wir sie jetzt direkt bekämpfen oder ob wir jetzt hier in so einen Fernseher, in dem Fernsehermodus reingehen, ne? Aber gucken wir mal. So, das ist mein To-Go-Team mittlerweile, ne? Das ist das Team, was ich jetzt hier unten links. Jetzt weiß ich, was diese durchgekreuzten, die Dinger. Ich gehe mal kurz mit meinem Pfeil darüber, ne? Diese Dinger hier. Ich habe mich die ganze Zeit nämlich gefragt, warum die hier ausgekreuzt sind. Ich weiß, was das jetzt zu bedeuten hat. Wenn man ja Charaktere derselben Fraktion hat, ne, dann tut man ja diese passiven Fähigkeiten freischalten, ne? Und ich nehme an, in diesem Modus kann man diese passiven Fähigkeiten nicht aktivieren, deswegen ist das ausgegraut. Weil wenn ich irgendwo anders reingehen würde, wenn ich zum Beispiel, kann ich irgendwo hier mal kurz so zeigen,
machen wir mal hier, ne? Wenn ich zum Beispiel hier reingehen würde, ne? Nein, ich will doch nicht das hier, die wöchentlichen Bosse. Wenn ich zum Beispiel hier reingehen würde, ne? Dann ja, guck mal, dann sieht man die Dinger. Das sind sozusagen die Set-Bonusse, ne? Die du freischalten kannst, so, wenn du ein, keine Ahnung, wenn du das gleiche Element wie sie oder die gleiche Fraktion in der Truppe hast, dann bekommt sie einen Bonus. Wenn du den gleichen Element oder die gleiche Fraktion wie sie hast, dann bekommt sie einen Bonus. Ne? Also die beiden geben sich gegenseitig einen Bonus. Und ich glaube, Shinji kriegt einen Bonus, wenn ein Angriffscharakter in der Truppe ist. Also Corrin ist ein Angriffscharakter. Oder wenn jemand von ihrer gleichen Fraktion in der Truppe ist, was ich nicht habe, außer Seth. Und ja, das heißt, die beiden geben sich gegenseitig einen Bonus und sie kriegt von ihr den Bonus aktiviert. Und das sind sozusagen so passive Fähigkeiten, ne? Diese Smileys. Wenn die Smileys sind, dann sind die passiv. Hier sieht man, 3 von 3 sind aktiviert, ne? Und das sind immer so Kleinigkeiten. Ich glaube, Coin macht dann irgendwie mehr Schaden, wenn irgendwie Gegner gebrochen sind. Und ich glaube, Shinji macht irgendwie mehr Schaden, je mehr Durchbruch sie hat oder so. Je höher ihr Durchbruchwert oder irgendwie sowas. So Kleinigkeiten. Es ist jetzt auf jeden Fall nett, die Dinge aktiviert zu haben. So, wir gehen jetzt mal hier rein, ne? Auch wenn die Dings jetzt nicht aktiviert werden, die drei sind so meine To-Go-Charaktere, ne? Und er bekommt ja so oder so einen Bonus, weil ich jetzt 2 Hausmites in der Gruppe habe, ne? Also, würde ich mal sagen. Nein. Gehen wir mal so da rein und gucken mal, was es hier mit auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Ob jetzt eine Cutscene kommt, ob jetzt direkt ein Kampf kommt, ob jetzt dieser Fernseher-Modus kommt. Aber gucken wir mal. Nee. Ich weiß nur, ich konnte meine Dings hier mitnehmen. Okay, sieht aus, als gehen wir schon direkt in den Kampf. Na, gucken wir mal. Oh mein Gott. Nur die Frage ist, wie stark ist das jetzt, ne? Weil empfohlen ist irgendwie Stufe 60. Aua. Also, das könnte wahrscheinlich voll wehtun, ne? Okay, wow. 3 Minuten. Okay, ich schaffe die nie im Leben in 3 Minuten. Okay. So von der Erklärung hört sich halt ein bisschen an, als wäre sie irgendwie so eine Art Raid-Boss oder so, ne? Dass ich irgendwie anderen Spielen zusammentun kann oder so. Um sie zu erledigen oder irgendwie sowas, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Na, gucken wir mal. So hat er einmal machen, ne? Da ist auch schon eine Quest, da ist er mit einer Quest verbunden, ne? Die ist ja schon seit Ewigkeiten ist sie aktiviert, aber ich habe die noch nie gemacht. Nee, ich schaffe die nie im Leben in 3 Minuten. Aber ich muss die auch, glaube ich, gar nicht erledigen, ne? Guck mal. Guck mal, wie das hier abläuft, ne? Also ich mache jetzt eine Menge Schaden. Also ich glaube. Pfannkuchen, das. Nee, da wird nichts. Kann ich jetzt schon sagen. Ja. Auf jeden Fall ein gutes Set. Meine Dezibel tun sich hier voll schnell erhöhen. Also mein Ultimate. Oh Gott, das ist egal, was hier gerade los ist. Nein, lass mich raus. Aua. Ich bin einmal dadurch gestorben irgendwann, weil ich nicht nah genug an der Wand dran war. Nee. Ja, ich schaffe es irgendwie nicht zu kontern. Ich schaffe wieder nicht. Ja, komm her. Nee, in einem Loop schaffe ich ihn nie im Leben. Ich schaffe es nicht, sie zu kontern. Wenn diese orangen Lichter kommen, dann kann man normalerweise ja kontern, aber klappt das nicht. Man stand da gerade, ich habe da nicht leben können. Ich habe schon wieder nicht. Der schon wieder nicht. Gibt's doch nicht. Nee, da wird nichts. Pfannkuchen. Oh ja. Ich war wieder. Ah, ist so schade.
90% mehr Schaden. Aber es hat nur ein, es hat kein Zeitlimit, ist halt einfach nur so, wenn das abläuft, dann wird der Kampf schwieriger oder so, weil dann kann ich das noch schaffen. Dann bin ich schon von Honkai Star, weil du. Ich sag das jetzt hier so, aber. Okay. Ich kann noch mal reinhauen. Voran. Meister, jetzt kam es runter, aber bitte zieh dich zurück. Alles klar. Aber ich habe sie nicht besiegt. Mein Gott, da hatte ich doch schon irgendwie über 30.000. So, oh, was zum. So, und nun. Kann jetzt irgendwie andere Spieler da reingehen oder irgendwie so was? Dann muss ich jetzt noch mal hier reingehen. So, nehmen Infernal, ernte einmal teil. Alles klar, oh, Geld. Bei einer Operation Infernal ernte. Da krieg ich wieder diese einen Punkte, die ich schon maximiert habe, diese hier. Haben wir schon maximiert. So, was ist das hier? Schichtes Tagebuch. Ach, das ist wieder so ein Quest-Item. So, und nun? Gerede mit Roland. Kann ich das jetzt immer wieder machen? Wenn jetzt um Operation Ernte geht, melde ich einfach der Sektion 6. Wie soll ich die Kampfdetails wissen, Hauptmann Roland? Ich kenne die Kampfdetails breit. Euer Kampfleistung war ziemlich beeindruckend. Ihr steht selbst den Soldaten der Verteidigungsmacht, die im Kampf gegen den, die wir vier erfahren haben, nichts nach. Hast du sonst nichts mehr zu sagen? Ich sollte dir danken. Ohne dich und deine Ermittlung sein, wäre ich bei Operation Ernte wieder einmal in einen Zwickmühle geraten und hätte Ray erneut enttäuscht. Wie bitte? Was? Was habe ich da gehört? Du hast also zu, Ray. Ich habe nichts Seltsames gesagt, oder? Ich habe mich nur bei der Leiter der unabhängigen Ermittlungseinheit dafür bedankt, dass es die gewünschte Proben für dich gesammelt hast. Hey, 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 du? Hey, hey, hey. Du musst dich nicht für mich bedanken. Ich nehme es auch, ich nehme auch meine vorherige Bemerkung zurück. Die Sektion 6 hat nicht unüberlegt gehandelt, als die Außenstehenden für die Operation rekrutiert hat. Zumindest hat eine unabhängige Ermittlungseinheit zweifellos bewiesen, dass diese Anerkennung würdig ist. Bevor Roland seine Rede beenden kann, ertönt eine klare Stimme von der Seite. Ich wusste es. Du hast recht. Sektion 6 war noch nie willkürlich. Unser Handeln zieht nur darauf ab, den Sieg zu erringen. Ja, genau. Jetzt mal haben wir doch gewonnen. Wenn wir auf eine Mission gehen, ist es doch das Ziel zu gewinnen. Warum sagen die Leute draußen immer, dass wir seltsam sind? Das verstehe ich nicht. Hauptmann Roland, wir sind hier, um die Ausrüstungsversorgung der Personaländerungen in der Formation und die Anpassung der Einsatzfrequenz nach der ersten Kampfrunde mit dir zu besprechen. Leiterin Ushimi, um solche Angelegenheiten zu kümmert sich normalerweise die stellvertretende Leiterin Yanagi, oder? Auch dieses Mal kümmert sich Yanagi darum. Ich begleite sie nur. Wow, ich dachte, Leiterin Ushimi würde die ganze Zeit an der Front bleiben, bis die Operation vorbei ist. Sollte ich das? Yanagi sagte, wir müssen uns an den von ihr festgelegten Schichtenplan halten und das Ziel dieser Operation so schnell wie möglich zu erreichen. Aber jetzt habe ich tatsächlich ein Siebtel weniger Einsätze als Yanagi, mit mir ursprünglich gesagt hat. Das ist, weil kurz vor Beginn der Stürmungsaktion einige Truppen ergänzt wurden, darunter auch die unabhängige Ermittlungseinheit, die von jedem jungen Mann geleitet wird. Ushimi, ja, wie sieht dich an? War ihr Blick schon immer so stechend? Du wirkst etwas nervös. Ich erinnere mich an dich. Also bist du nicht nur gut im Einstellen von Bangbus. Ich kann auch vieles mehr. Du wirst gegen Nineveh kämpfen. Dann werden wir ja sehen. Natürlich, ich plane meine Rechnung mit dir zu begleichen. Was? Die Leiterin meinte, sie wird den Kampf eurer Ermittlungseinheit beobachten. Das ist alles, was die weiteren Einsatzpläne angeht, richtig bitte ich nach dem offiziellen Anweisung des HQs. Das Unkrautjäten ist noch nicht abgeschlossen. Wir zählen auch weiterhin auf eure Zusammenarbeit. Hauptmann Roland, ich freue mich zu sehen, dass du und Dr. Ray euch versöhnt habt. Versöhnt? Wann habe ich jemals eine gute Beziehung zu ihm? Das stimme ich Dr. Ray zu. Stellvertretende Leiter, ich denke, wir sollten uns nicht einmischen. Verstanden, dann freue ich mich auf die Leistung eurer Ermittlungseinheit im Blumengarten. Wir haben doch gerade da. Die Mitglieder der Sektion 6 und Hauptmann Roland besprechen die einsatzrelevanten Angelegenheiten und gehen dann. Obwohl du etwas neugierig über die Einsatzplan von Shimi Miya bist, ist es dir leider nicht möglich, der Sitzung beizuwohnen. Es bleibt nur noch eine Sache zu tun, sich auf das Stürmungsaktion der Operation Ernte vorzubereiten. Ich habe das doch gerade gemacht. Was? So.
Dann ist, ich wollte schon sagen, da ist nur das Tier, ne? Okay, da gehe ich auch noch mal. Dann gehe ich hier noch mal Polychrome, weil ich wieder 90 gesammelt habe. So, was immer noch neu. Dann noch eine Quest jetzt. Oh, neues Profilbild. Hier. Und das ist hier. Also diese schwierigen Aufträge, die ich gerade noch nicht schaffe. Also kann ich jetzt hier immer wieder reingehen und einfach nur Punkte einsammeln oder was? Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da kann ich jetzt hier immer wieder reingehen oder muss ich irgendwie immer. Muss ich hier immer irgendwie einen Dings, einen Highscore oder so machen? Was habe ich hier eigentlich für Sets? Vielleicht sollte ich mir irgendwie was. Ich habe Elektro hier drin, Schild. Das war's. Dann sollte ich mal mit einem anderen Team hier reingehen, ne? Muss ich ja sozusagen jedes Mal meinen Highscore oder irgendwie so was erhöhen, ist das hier, was gerade passiert ist? So, war nochmal mit dem Team. Da gehen wir nochmal da rein, ne? 3 Minuten. Hat sie jetzt genauso viel AP wie vorhin, oder? Ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier abläuft. Oder kann ich jetzt hier immer wieder gegen sie kämpfen und die. Ja, warum sollte ich denn halt nicht machen, ne? Okay, ich habe einen Punkt gerade bekommen. Ich habe 2 Sekunden, die sind schon direkt wieder weg. Aber endlich mal. Also kriege ich irgendwie auch Punkte durch einige Sachen. Ah, jetzt sind sie natürlich weg. Da habe ich sowas von ausgewichen. Oh ja. Oh, noch mal die Viecher kaputt. Habe ich 1 Sekunde bekommen. Ja, gucken wir mal, wie das jetzt hier abläuft, ne? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich dann immer einen höheren Highscore oder so knacken muss, um das hier zu machen. Ich meine, sie wird stärker, je länger der Kampf dauert, aber ist trotzdem nicht so. Ah, der hat auch nur noch. Danke. Oh, warte mal. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht angreifen, während ich dahinter bin. Ich kann ihre Angriffe nicht blocken irgendwie. Ja. Also, was hier danach passiert, ne? Da bin ich echt so stark hier. Ist es irgendwie nicht gedacht, dass ich so stark bin oder was? Das war Level 60. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, jetzt macht die. Na Gott, jetzt komme ich aber näher dran. Ich weiß nicht, was ich ja gerade anders mache, ehrlich gesagt. Ich habe gerade ein bisschen Zeit bekommen, aber nur so 10 Sekunden, glaube ich, ne? Also ich mache ja definitiv jetzt mehr Schaden. Da geht sie nicht wieder in diesen einen Modus hin, wo ich die sowieso nicht angreifen kann.
Ah, jetzt habe ich drei Sekunden bekommen. Nein, ich wollte. Dann muss ich die wieder erledigen. Oh ja. Ah, ist doch knapp. Also ich habe definitiv einen neuen Highscore geknackt. Wenn es danach irgendwie geht. Das ist wie wenn Leute sich irgendwie an so einem Pol irgendwie so hängen und so eine Flagge machen. So, okay, also kann man halt immer wieder machen, bis man hier genug Punkte. Warum sollte ich denn das nicht machen? Ja, dauert halt ein bisschen, ne? Aber ist auch voll einfach dann zu farmen. Ja, falscher Knopf. Warum sollte ich denn das nicht machen? Ich wieder gerade hier. So, ja, okay. Ja, okay, das ist eine hohe Zahl, aber. Weil nicht, wenn man das so jeden Tag oder jede paar Tage einmal so macht, dann kriegt man halt locker hin. So. Also beschädigte Tagebücher bekommen. Die lösen dann auch wieder Quests aus, oder, ne? Besiege 16 Strangulierranken. Hornissen, da kann man auch fahren, das ist ja voll einfach dann. Da geht es doch bestimmt irgendwann weiter, ne? Oder wird noch schwieriger oder irgendwie sowas, ne? Aber sonst ist halt ja locker erledigt. So, jetzt haben wir hier wieder so Dinger. Die kann man sich mal hier so angucken. Ein bisschen Lore ist das. Ist also so Dinger, die du ja anhören kannst. So. Ja, gut, haben wir das mal gemacht. Na gut, vielleicht werde ich das noch ein bisschen farmen, keine Ahnung. Kriege ich ja mehr Polygone, Polychrome, ne, wie auch immer die Dinger heißen, dann kriege ich ja noch, habe ich noch mehr Gacha-Währung. Finden wir noch. Okay. Ja, wie viel habe ich gerade? 32.000, 31.000. Ja gut, weiß ich nicht. Dann mache ich einen Schnitt, ne, und wir sehen uns dann in, also für mich wird es irgendwie, weiß ich nicht, am nächsten Tag wird hier wieder aufgenommen, ne, aber für euch mache ich jetzt hier einen Schnitt und dann sehen wir uns, wenn die nächste Gacha am Laufen ist, ne? Und dann werden wir für Cäsar pullen und wir werden sie auf jeden Fall bekommen, weil ich habe genug Punkte. Selbst wenn ich meine Gacha, wenn ich meine PD verliere, ich kriege sie auf jeden Fall. Ich habe genug Punkte und ich habe auch schon so ein bisschen angekratzt, das sieht man jetzt gar nicht, ne? Und ja, für den Dings tun wir noch sparen, ne? Weil da kommt ja auch ein neuer Bangbo. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn das Spiel aktualisiert wurde, geupdatet wurde, ne? Für mich wird das, weiß nicht, am nächsten Tag, am nächsten Abend sein, ne? Und für euch wird das jetzt in 2 Sekunden sein, also bis gleich. Okay, Leute, da bin ich wieder, so 24 Stunden später, ne? Ja, wir sind jetzt hier in Version 1.2 und die sind natürlich wieder überall Ausrufezeichen, weil jetzt hier wieder neue Sachen, neue Funktionen und so weiter alles freigeschaltet worden sind, ne? Neue Gacha ist zur Verfügung, neuer Dings hier, Rido Fonts, also dieser Battle Pass, sag ich mal, den du immer, wenn du Sachen erlässt, hier auffüllen musst. Ich glaube, neue Sachen sind im Laden auch noch, obwohl da irgendwie nichts ist. Neue Erfolge, was weiß ich nicht alles, ne? Neue Nachrichten, da ist wahrscheinlich wieder Kompensation für die Serverwartung da. Das ist immer der Fall, auch bei den anderen MiHoYo-Spielen. Und ja, ich habe, keine Ahnung, ich habe mich hier hingesetzt und das Ding mal angeschaut, ne, was hier alles so passiert ist, was hier alles Neues hinzugefügt worden ist. Und ich habe nur eine Sache entdeckt und habe mir direkt gedacht, ne, da musst du irgendwie eine Aufnahme anschmeißen und das hier mit allen teilen, ne, bevor ich hier was Neues gefunden habe. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist da oben, ne, hier. Hier ist mir aufgefallen, dass weißes Porträt da ist, ne, das ist hier der PlayStation-Knopf, ne, dieser Touch-Knopf in der Mitte, den man drücken muss, ne. Da ist mir als erstes aufgefallen und ich habe mir gedacht, so, was passiert denn da dann, ne? Und dann habe ich da drauf gedrückt und da kam so ein kleines Erklärungsfensterchen, was das ist. Und da habe ich mir direkt gedacht, nachdem ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ne, ich muss, da habe ich schon so buff gemacht, da habe ich gedacht, ne, ich muss alle neuen Funktionen hier mit euch hier erstmal teilen, ne? Und zwar, wenn man da drauf drückt, dann passiert Folgendes, ne? Man hat hier einmal, man kann die Zeit jetzt hier zu allen Sachen hier
hin teleportieren, ne? Vorher ging das nur einmal pro Tag und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es ging nur einmal pro Tag und danach muss es immer irgendwie was noch machen, damit, weil nicht, damit du die Zeit wieder vorspulen kannst. Und ihr habt wahrscheinlich oben rechts schon gesehen, Figuren ausfahren. Jetzt guckt euch das an. Er kann jetzt mit Bell rumlaufen. Boah. Und so wie ich das verstanden habe, kann man sogar irgendwie auch die Charaktere, die man freigeschaltet hat, wechseln. Aber man kann irgendwie nur Weiß und Bell im Random Play spielen. Also deren Videothek, ne? Aber anscheinend kann man auch irgendwie die spielbaren Charaktere spielen, so wie ich das verstanden habe. Aber irgendwie doch nicht. Ich gehe jetzt mal kurz hier raus, ne? Vielleicht kann ich die hier steuern. Ne, vielleicht muss man da irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Aber so wie ich das verstanden habe, kann man auch spielbare Charaktere jetzt hier irgendwie spielen. Ich weiß nur nicht, warum das jetzt noch nicht geht. So. Die Story geht auch wieder weiter. Ne, wir haben hier Kapitel 4. Ich gehe jetzt einfach mal. Oh, das wäre aber Neues. Und ja, es ist definitiv. Die Story geht definitiv weiter mit dieser Biker Gang. Was cool ist. So, wenn ich jetzt hier mit Bell rumlaufe, muss ich trotzdem noch mit Bell reden. So, kann ich an dir vorbeilaufen, ohne irgendwas zu triggern? Okay, ich muss mit dir reden. So, mir ist nur wichtig, dass ich selber bestimmen kann, wann die Story fortgesetzt wird, ne? Ja, das hier mache ich alles offscreen. So, du verstehst nicht. Ich bin du. Okay, das ist schon mal eine coole Funktion, aber das scheint irgendwie habe ich gelesen, irgendwie stand da im Erklärungsfensterchen, man kann auch andere Charaktere spielen, also so wie man Jane gespielt hat, ne? Aber ich weiß nicht. Oder jemand anderen. Da. Du kannst frei zur Hauptfigur oder jeden erhaltenen Agenten wechseln. Das ist schon mal eine sehr, sehr coole Funktion, ne? Ich nehme an, da ist ein Sternchen so im Sinne von, oh, du hast am Anfang Dings gewählt, deswegen kannst du nur den. Deswegen hat der ein Sternchen. Vielleicht muss ich die Freundschaft noch ein bisschen erhöhen. Das einzige andere, was ich noch gesehen habe, ist, man, als ich hier hingegangen bin, da habe ich schon hier mal gesehen und boom. Piper und Lucy sind jetzt auch hier. Und ja, ich muss die nur noch. Ich muss wahrscheinlich erstmal wieder eine Story weitermachen, damit ich sozusagen meine Freundschaft zu denen erhöhen kann. Weil ich kann nicht deren Freundschaft erhöhen, weil ich die noch nicht in Canon in der Story dieses Spiels getroffen habe. Ne? Das ist klar, ne? Deswegen muss ich wahrscheinlich erstmal hier weiter. Ne? Wahrscheinlich sind hier jetzt auch neue Sachen, ne? So, wir gucken uns mal alles genau an. Ne? Erstmal gehe ich hier auf Nachrichten, da kriegen wir wieder wahrscheinlich Kompensation, ne? Für die Serverwartung 300, ne? Ich weiß nicht, warum wir mal 2 kriegen. So. Rückerstattung von Dennis für das Recyceln vom W-Motor. Nach der Organisation wurde die Funktion, würde ich sagen, von mir optimiert. Du musst mal zeigen, wenn du keine Dennis mehr auf. Okay, da war jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, was man da verkaufen musste. Hab ich jetzt alle bekommen, die ich jemals verbraucht habe? Glaube ich nicht. So, Ankündigung, jetzt ist hier alles mögliche drin. Proxy-Werkzeuge, limitierte Aktion, mein Gott. So, Ankündigung, da ist jetzt hier. Das gucke ich mal als Offscreen an, ne? Jetzt wird hier alles gezeigt. So, oh, da ist jetzt weiter. Die Story geht jetzt weiter und so. Neue Handlung, ne? Boom, boom. Im PlayStation-Menü, wenn man das Spiel jetzt aufruft, ist auch ein neues Hintergrundbildschirm jetzt wieder angezeigt. Da, freie Zeitanpassung, das haben sie mir erklärt, genau. Weiß. Nachdem du einen Agenten erhalten hast, kannst du ihn steuern. In der Videothek kannst du nur Weiß oder Bell steuern. Aber irgendwie geht das noch nicht, ne? Ich weiß nicht, warum das nicht geht bisher, ne? Wir gucken uns das hier erstmal alles an, ne? Das ist wieder online irgendwas. Limitierte Aktion, das ist auch online. Da kann ich sowieso nicht aufrufen. Ne? Muss man am PC machen. Ich meine, da kann man mit dem Handy machen, wenn man so einen QR-Code oder irgendwie sowas, ne? So, Erfolge sind jetzt hier neue, ne? Taktik. Höhe 0. Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe das irgendwie bekommen. So, im Internet gibt es wahrscheinlich neue Quests, sehe ich schon hier, glaube ich, ne? Das mache ich als Offscreen, Compendium. Das ist hier, ach so, meine Dailies, die habe ich ja noch gar nicht gemacht. Experten-Herausforderungen. Da ist irgendwas Neues, glaube ich. Ah, da kommt wahrscheinlich jetzt wieder ein neuer Boss oder so, ne? Weil wir noch nicht. Aber wir sind da noch nicht in der Story, wir haben den Boss noch nicht getroffen, ne? Gibt wahrscheinlich jetzt hier wieder einen neuen Weltboss oder irgendwie sowas, ne? So, das hier wurde aktualisiert, das heißt, hier gibt es wieder diesen Battle Pass, wo man hier irgendwie Sachen machen muss, ne? Boom, boom. Habe schon einige Sachen bestimmt erledigt, ne? Boom. Und dann kriegst du, je nachdem wie viele Punkte du hast, immer hier so Belohnungen, ne? Alles einsammeln bitte.
Und ja, gut. Dann gehen wir mal hier auf Auktion, ne? Wenn man kommt jetzt hier, weil wieder aktualisiert wird, wieder 10 Dinger umsonst, ne? Und jetzt will ich mal eine Animation zeigen. Ich weiß nicht, ob wir die Animation schon gesehen haben, aber wenn man zum ersten Mal hier zu Bühnentest geht, dann kommt immer so eine spezielle Animation. Auch gucke ich das an. So, da ist der neue Charakter, der heute angekündigt worden ist, neu verfügbar ist. So, und hier haben wir die Söhne von Kalidon. Cool. Finde ich gut, dass die jetzt im Vordergrund sind. Hinterhaltsknoten. Hinterlandsknoten. Ist ja wieder was Neues? Ich weiß es nicht. So, ansonsten ist ja noch nicht viel, ne? Noch kein Event oder irgendwie sowas. Ich meine, irgendwie ein Event wurde auch wieder angekündigt. Aber kann man wahrscheinlich sowieso erstmal wieder spielen, wenn man ja alles erledigt hat. So. Gut. Dann haben wir das alles erledigt, ne? Und das Wichtigste ist natürlich jetzt, wir gehen jetzt hier die Gacha spielen. Bell. Ich habe jetzt zwei Bells an meiner Seite. Dann kann ich ja eigentlich nur gewinnen, ne? Eine sieht fröhlich aus, eine sieht ein bisschen besorgt aus. So, ich finde schon allein, dass man sie jetzt spielen kann, klasse. So, dann gehen wir jetzt zur Signalsuche. Boom, da kommt jetzt auch eine spezielle Animation. Die kommt immer nur, als wenn man zum ersten Mal da drauf geht, ne? Ja. Cäsar. Da wollte ich euch mal zeigen, weil sonst habe ich die mal gesehen und ja, dann kam irgendwie weit nicht. Dann kam die nie wieder und ihr habt die verpasst, ne? So, ich nehme an, die wird dann unter Agenten jetzt auch sein, ne? Wie viele Dinger haben wir? So, ich habe mehr als genug. Ich brauche nur noch 65 Suchen für einen Rang S Agenten, ne? Piper und Anton sind in der 4-Sterne-Gacha. Sind die 4-Sterne-Charaktere, was auch gut ist. So, und es ist genauso, wie ich das letztens vorausgesagt habe. Es wurde ein Bangbo für die Söhne von Kalidon, nehme ich mal an, ne? Zwei mehr von Söhnen von Kalidon, genau. Und deswegen habe ich hier angespart, ne? Ich habe ganz knapp zu wenig von diesen Dingern, aber schade. Ich habe 37, ich habe 29. Also ich mit etwas Glück kriege ich ihn vielleicht noch, ne? Mit ihm fangen wir erstmal an, ne? Und dann habe ich schon mal ein Bangbo für die Gruppe, weil ich habe dann drei Mitglieder von denen, von dieser Biker Gang, was cool ist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann jetzt hier direkt an. Ich habe jetzt keinen Glückssnack hier vorbereitet, wie sonst auch immer. Hätte ich vielleicht, ich war heute einkaufen, hätte ich vielleicht dran denken müssen, aber egal. So, ihn will ich am liebsten haben, rotes Mokkus, ne? Guck mal, wie das hier abläuft, ne? Dann machen wir heute ein bisschen Gacha. So, ich glaube, ich habe zu 30 Minuten aufgenommen, ne? Das heißt, ich kann mich so auf 30 Minuten einstellen, ne? Was ich hier aufnehme. Ich werde sie auf jeden Fall bekommen, das ist jetzt nicht das Problem. Es ist nur wieder, die Frage ist natürlich immer nur, die beiden habe ich schon alle maximiert. Wie lange es dauert, ne? So, ist so frustrierend, ich habe 29 Dinger. Ich bräuchte nur einen. So, wenn ich Glück habe, kriege ich ihn jetzt hier noch. Aber gucken wir mal, was passiert. Wenn nicht, dann muss ich bis zum nächsten, bis zur nächsten Aufnahme warten. Ne? Ah. Wäre so gut gewesen, wenn ich den jetzt auch noch bekommen hätte. Ah, das soll man machen, ne? Die kriegt man ja locker. Von allen Quellen irgendwie, warte ich bis zum nächsten. Bis zum nächsten Ding, dann haben wir den. Ne? Muss ja, ich kann Zähler sowieso noch nicht schnell genug benutzen, weil ich sie erstmal hochleveln muss und so was alles. Dich habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Den habe ich noch gar nicht. Ne, den habe ich noch nicht. Dann habe ich, glaube ich, jetzt alle Bangbos. Alle A-Rang Bangbos, wenn ich mich nicht irre. Ich wünsche, man könnte halt irgendwo nachschauen, ohne immer jetzt zu diesem Mod-Shop zu gehen, weil das ist ein bisschen nervig. So, dann haben wir hier wieder Hauptaugenmerkmal, ne? Kann ich die Charaktere untersuchen? So, am besten wäre, wenn wir Piper noch ein paar Mal bekommen würden, ne? Oder einen von deren Waffen, ne? Ja, ich habe Antons und Pipers Waffe beide nicht. Ich bin schon fast so ein bisschen Fanat, hier einmal diese Waffengacha zu spielen. Einfach nur ein vielseitiger W-Motor, der vom Big Daddy für Cäsar entwickelt wurde. Hauer der Fuhr. Okay, cool. So, sie ist physisch und Verteidigung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber sie sieht super cool aus. Sie hat auch wieder ein bisschen grünes Haar. Das heißt, das wäre mein dritter Staple Charakter sozusagen mit grünen Haaren, was schon ein bisschen krass ist, ne? So, ich habe genug Punkte. Es ist nur eine Frage der Zeit. Gucken wir mal, wie lange es dauert, ne? Wir gehen jetzt hier rein und
hauen jetzt hier mal all unserer Ersparnis in sie rein, unser Free-to-Play-Ersparnis. Gucken wir mal, wie lange das dauert, ne? Wir haben ein A-Rang wieder. Das ist immer so frustrierend. So, Identität, ist das neu? Eigentlich. So, Piper, alles klar. Na, wenn schon, dann Piper. Das wäre das Beste. Oder eine neue Waffe, die ich noch nicht habe. Pipers Waffe wäre ja auch nicht schlecht, ne? Gehen wir direkt hier rein. Ich mache halt immer so schnell wie möglich. So, Ehrgeiz. Klasse Spiel von Square Enix. Erhöht Pipers Bewegungsgeschwindigkeit während des Ausführens des Spezialangriffs. Das heißt, sie kann sich sie tut sich nicht schneller drehen, aber sie kann sich schneller bewegen, während sie sich dreht. Verstärkt Spezialangriff unerträglich schwer. Ultimate. Und Ultimate durch die Fähigkeit. Alles klar. Einfach Bonus. So. Ich weiß gar nicht. Anton haben wir auch schon eine ganze Menge, ne? Anton benutze ich ja nicht. Da gehen wir auch zweimal. Von ihnen habe ich auch nicht die persönliche Waffe. Vom Piper habe ich nicht die persönliche Waffe. Ist alles ein bisschen frustrierend gerade. Wenn ich seine persönliche Waffe hat, würde ich mir überlegen, ihn zu benutzen. Aber was soll man machen, ne? So, 55 suchen noch. So. Einer. Immer wieder rein. All or nothing. Oh, zwei Arang Sachen ausgezeichnet. Bitte gib mir die Pipe. Oder die Waffe. Oder eine neue Waffe. Hätte ich ehrlich gesagt auch nichts dagegen. Da ist Anton. Mein Bro. Und Billy. Billy und Nicole schleichen sich immer irgendwie in die Gachas rein. Ja, okay, Billy benutze ich wenigstens noch. Ne? Ich bin dran, aber arbeiten ihm zu benutzen, okay. Ja. Da heißt, du kriegst jetzt erstmal deine ganzen Sachen hier hochgeballert, ne? Auf Level 3 und 5 sind immer, wenn einfach alle Fähigkeiten hier einmal kurz hochgeballert. Naja, und sein Namenskärchen habe ich jetzt. So, oh ja, schon Level 4. Ja, beim Treffen eines Gegners mit Bild verstärken speziell die Rückkehrrate der Fähigkeit wäre es ja noch der Führungsfähigkeit. Oh, je kleiner die Entfernung. Aber ich dachte, er ist als ich dachte, sein ganzes Ding ist ja, er muss so weit wie möglich von den Gegnern weg sein. Okay, weiter geht's. So, da oben ist jetzt, da war jetzt am Blinken, weil ich jetzt ein neues Namenskärtchen hat. War egal, kann ich nicht hängen. Da wird meine UID immer angezeigt. Das Ding, was ich mal verdecke. So, da haben wir nur ein A. So, eine neue Waffe oder Piper. Das wäre Piper. Haben wir überhaupt schon mal so die Animation gesehen? Ja, ne? Ich habe sie ja mal irgendwann mal in den Shop geholt. Ne? Ja, den Shop, den sollte ich vielleicht auch mal. Aber jetzt gehe ich wieder Dings, weil ich glaube, ich fünfmal die Gacha gespielt habe. Ne? Ja. So, so, oh, da kriege ich wieder Energie, oder? Ja, Energie ist das. Ich habe noch nichts ausgegeben heute. Ich habe noch alles, aber ja, genau, den Laden wollte ich noch mal abchecken, nicht? Meinen die haben den Laden irgendwie neue Sachen eingepackt? So, da sind immer noch die Dinger. Was ist das hier? IK-Mitgliedschaft. Das war doch schon vorher und sah nur anders aus, glaube ich. So. Wer ist als da gerade? Anton und Nicole. Beide brauche ich nicht. Haben die da irgendwie neue? Ich meine, die haben irgendwie was Neues hier hinzugefügt. Oder wollten die hinzufügen? Ich könnte mir hier noch ein Ding holen, aber weiß nicht, was die jetzt hier hinzugefügt haben. Egal, wir haben Piper bekommen. Also sie ist jetzt Level 3, ne? Ausgezeichnet, ihr Bildchen ist voll. So. Boom. Mag so Level 3 immer. Level 3 und 5 ist cool. Dann werden all die Fähigkeiten hier auf Level 14 maximiert. Alle Sachen werden automatisch. Ich glaube, ihre Fähigkeiten waren alle auf Level 7. Jetzt sind sie auf Level 9, weil sich halt alles erhöht hat. Und ja. Wurde um 2 erhöht und das Maximum wurde um 2 erhöht. Das ist immer geil. Das ist einfach, alles wird einfach stärker. Das ist immer geil. So. Okay, wir haben Cäsar noch nicht, aber wir bekommen die ganze Zeit Piper. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. So,
Gut. Meinetwegen können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Das ist nicht so ein Problem. Aber ich krieg irgendwie andere coole Sachen noch. Wieder nur einer. Piper. Jawohl. Wenigstens kriege ich sie die ganze Zeit. Ich glaube, in der nächsten Gacha ist sogar Lucy auch noch dabei, ne? Was ja, was auch cool wäre. Weil ich hänge mit den beiden schon die ganze Zeit so weit unten mit deren Konstellation oder diesen Kopfkino oder Sinnbildkino heißt das ja, ne? Nein. Piper stellt, wenn ein Truppenmitglied ein Gegnerattribut für 20 Punkte in der ein Gegnerattribut für 20 Punkte Energie wieder, ja. Das ist ziemlich gut, weil sie ist extrem gut darin, Anomalien auszuführen. Weil sie halt ein Anomalie-Charakter ist, ne? Okay, cool. Wenn ich noch ihre Waffe hätte, wäre am geilsten. So. Cäsar. Los. Du kommst, du saßt und du siegtest, ne? Ja. Da ist auch irgendwie, weiß nicht, irgendwie so ein Trailer rausgekommen, den man sich bei PlayStation anschauen kann. I came, I saw, I crashed. Irgendwie hieß das. Diese berühmte Zitat hier von Julius Caesar, ne? Ich kam, sah und siegte. So. Schon wieder Piper. Ausgezeichnet. Ah, oh, dann kriegt sie noch mal ihre Sachen hochgelevelt. Geil. Was hatte ich sie am Anfang? Ich hatte sie nur 1, ne? Sinnbild Kino 1. Ausgezeichnet. So, als werden ihre Waffenfähigkeiten alle noch mal erhöht. Boom. So, ich sehe jetzt irgendwie keinen Unterschied zwischen ihrem Bildchen. Wird sie der erste Charakter sein, den wir maximiert bekommen? So, guck mal, jetzt ist auf Level 11. Das heißt, wortwörtlich alle Sachen. Tipps zur Verbesserung. Also das ist wie ein Genshin und den Honkai. Ne? So, das sollst du als nächstes machen, weil das ist irgendwie am besten. Ne? Also, weil nicht bei Genshin mehr so irgendwie, wenn du einen Support-Charakter hast, dann willst du alles so schnell wie möglich hochleveln, außer den normalen Angriff. Weil in dem Spiel weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das hier so funktionieren soll, weil irgendwie ist alles irgendwie wichtig in dem Spiel. Normale Angriffe, Fähigkeiten. Ich nehme an, wenn du einen Support-Charakter hast, den du nur einmal kurz einswitcht, dann willst du am liebsten nur die Fähigkeiten oder so hochleveln und dann, wenn du die, keine Ahnung, mir ist irgendwie letztens aufgefallen, Kettenangriff, ich dachte, das wäre eigentlich nur die Ultimate, aber das ist auch irgendwie Kettenangriff, das sind diese Dinger, wenn ich L1 und R1 drücken muss. Und das tut sowohl als auch hier hochleveln. Also Kettenangriffe und Ultimates, was irgendwie cool ist. Und ja, keine Ahnung. So, ich glaube, eine Wahrscheinlichkeit, die so bekommen, ist jetzt sehr erhöht, ne? Das heißt, gucken wir mal, ne? Entweder das oder wir kriegen wieder Piper. Dann wäre sie der erste maximierte Charakter. Ah, da ist sie. Oder jemand anders. Ja. Was? Ich habe gar keinen A-Charakter bekommen, was? Kann auch passieren. Okay. Ah, da haben wir sie. Caesar King. Ausgezeichnet. Sieht ein bisschen anders aus wie in der Concept Art irgendwie. So, natürlich hat sie ein Schwert und ein Schild, genauso wie Seth letztens. Und sie ist Verteidigung, genau wie Seth. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich werde dann sehr wahrscheinlich sie eher benutzen als Seth. So, aber haben wir echt keine Ahnung. Ich dachte mal, der A-Rang-Charakter ist sowieso immer garantiert. Oh, ja. A-Rang-Objekt, sag ich mal. Okay, cool. Jetzt haben wir Caesar King. Boah. Keine neue Waffe. Schade. Ich bin sowas von versucht, hier einmal diese Gacha zu spielen. Einfach nur um entweder Antons oder... Aber ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und ich würde lieber hier drauf sparen, weil... Lass mich mal kurz rechnen. Ich habe noch 23.000, ne? 23.000 geteilt durch 1.000. Ich habe 2.300 noch eingegeben. 23.000 geteilt durch 1.600.
Das sind 14 Puls, aber ich, wenn ich die Story weitermache und Events spiele, dann kriege ich auch noch ein paar Polychrom. Ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass ich das andere Mädel auch noch bekomme. Was ziemlich cool wäre. So, jetzt checken wir mal Caesar aus. Boom. Boah, geil. Es ist nicht die Stimme, die ich irgendwie erwartet hätte. Ich meine, ich habe sie schon einmal gehört, aber... Also, es ist nicht Caesar King. Boom. Sehr cool. Mein Gott. Diese Jiggle Physics hier. So, es hat einen Reifen. Sie hat einen Reifen als Schild, sehe ich gerade. Ah, dieser viel cooler als Zeph jetzt. Ah, ist so frustrierend, ne? Schwert und Schild, Schwert und Schild, beide Verteidiger, das ist so unfair. Ich kann sie schon so ein bisschen hochleveln, weil ich ein paar Dinge hier angesammelt habe. Aber ich habe, ne, ich habe doch ein paar Sachen. Dann gehen wir wieder ein, so ein Ding hier, ne, für die normale Gacha, aber das wird leider nicht reichen. So, dann wird mein... Ich weiß gar nicht, was ich hier für eine Waffe gebe. Ich glaube, ich habe Seth eine gegeben. Ne? Folgendeffekte. Erhöht die maximal MP immer, wenn der Träger ein Schild trägt, seine Angriffskraft um 10. Ja, sie trägt doch immer ein Schild, also immer. So, dann müssen wir sie natürlich noch einmal ausprobieren. Tisch. Was eine coole Animation. Tisch. Ich finde halt einfach nur so gut, dass... dass mal etwas Abwechslung von schwarze Haare, rot, schwarz-rote Haare ja ist. Deswegen tue ich sie auch sofort pullen, ne? Dann nehme ich mal an, ihre Dings ist dann auch, ne? Ja. Dann nehme ich mal an, ihre Dings, ihre, wie nennt man, Agentengeschichte wird dann auch irgendwie hinzugefügt. Ist da auch was Neues hinzu? Ne, noch nicht. So, ah, da ist die Story von denen. Genau. Die machen wir dann irgendwann weiter, ne? Kapitel 4. Was ist das hier? Das von Engs, genau. Beim Abschluss einer Agentenschicht kannst du die abgeschlossenen Aufträge nochmals erleben. Du kannst die Aufträge in HDD, so Handlungsauftrag. Das wusste ich schon vorher. So, nach Abschluss einer Agentenschicht kannst du abgeschlossen auf der... Achso, jetzt habe ich... So, jetzt muss ich erstmal warten, bis der Tipp da unten weggeht, weil sonst klickt der immer mich ja. Hey! Du kannst frei zur Hauptfigur an jeden alten Agenten wechseln. Warum? Warum ging das bei ihr jetzt? Also von jedem Agenten, den ich ab jetzt neu erhalte, das wäre ja ein bisschen doof, ne? So, warte mal, ich kann dann nur Agenten spielen, die ich ab jetzt freischalte. Da geht doch. Das kommt mir ein bisschen komisch vor dann. Muss ich mal bei euch allen hier kurz durchgehen, so um euch freizuschalten. Hä? Oder jeden erhaltenen Agenten wechseln. Weil das war ja ein bisschen doof, ne? Wenn ich nur zu Agenten wechseln kann, die ich ab jetzt freischalte. Aber ja, ein bisschen... Da ging ja an irgendwie nicht. Okay, sie hat keine Handy-Animation, wie sie ein Handy rausholt. Okay, ich bin zufrieden. Wir haben Piper eine Menge Pipers haben wir bekommen. Immer noch keine Waffe für sie. Ich glaube, ich muss mir mal kurz angucken, welche Waffen man ja zur Verfügung hat. Da gibt es nur eine Verteidigungswaffe, glaube ich. Die... Nein! Boah, das ist wieder eine... Das glaube ich irgendwie Nicole oder so, ne? Ja, ja schon mal. Da kann man irgendwie was wählen, bla 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 bla. Nein! Ich habe dich schon maximiert, Nicole. Und dann wechsle ich wieder zu ihr. So, ich muss mir mal kurz angucken. Man kann ja hier wieder hier sich einige Dinger herstellen, ne? Ich glaube, es gibt nur zwei defensive Dinger, ne? Originalverwandler. Beide von denen erhöhen die LP. Stoßkraft des Triers beim Leiden eines Angriffs um 10%. So, wenn man ein Schild trägt, bekommt man mehr Angst.
So, hat sie High Heels? Sie hat High Heels. Jeder Charakter hat High Heels in MiHoYo spielen. So, weil weiß ich immer noch nicht, warum das hier noch nicht funktioniert mit denen. Ja, du kannst nur diese Charaktere spielen, ne? Müssen sie mal ein bisschen fixen, nehme ich an, ne? Okay, Testlauf, mein Gott. Ich überlege gerade, was wollten wir noch mal machen? Wir müssen natürlich mal gucken, was sie drauf hat, ne? Wenn wir schon sie in den nächsten Parts nicht spielen können, weil ich sie halt noch nicht hochgelevelt habe, ne? Obwohl, wir werden sie wahrscheinlich spielen. In der Story werden wir die Charaktere ja sowieso spielen können, ne? So, warte mal. Wenn die jetzt... Nein. Ich nehme an, da wird dann noch gefixt, ne? Ah, die sind noch nicht hier. Oh, das haben sie jetzt hier geändert. Mit der Katze. Dann nehme ich mal an, da tun sie dann noch fixen, ne? Dass du andere Charaktere spielen kannst, weil sonst ist das ja irgendwie... Stell dich mal vor, das wäre jetzt echt so, ne? Jeder Charakter, den man ab jetzt erhält, kann nur gespielt werden. Das ist ja voll dämlich. So. Ne, da muss man... Da kann man sowohl als auch machen, aber... Falsche Knöpfe. Dann machen wir einmal Bühnentest, ne? Ausprobieren. Cäsar. Zeig mal, was du drauf hast, ne? Erst den Charakter freischalten, dann gucken, was er drauf hat, ne? So macht man das eigentlich nicht. So. Ist klar. Wird Cäsar kurz nach Anwenden der Fähigkeit verstärkter Spezialangriff Abwehrkonter von einem Gegner getroffen oder wird eine Unterbrechung durch Schildhiebe ausgelöst, so wird eine perfekte Parade ausgeführt, die den Schaden dieser feindlichen Angriffs blockiert. Cäsar wird dann ihren Schild schwenken und zurückschlagen. Drücke danach noch einmal Spezialangriff vom verstärkten Spezialangriff. Okay. Also ja, natürlich hat sie irgendwie so einen Konter oder so, weil die halt... Okay, was ist diese Leiste? Wer glaubt, diese eine Ding ist irgendwie besser, ne? Okay. Hey! Wenn Cäsar verstärkter Spezialangriff Abwehrkonter Kennengriff oder ihren Ultimate verwendet, versieht sie alle Truppenglieder mit Aegis des Ruhms. Während Aegis des Ruhms aktiv ist, sind die Stufe des Unterbrechungswirts und den Angriff des Trägers erhöht. Keine Schilde, ne? Sonst brauche ich für sie eine Waffe. Eine neue. Während Aegis des Ruhms aktiv ist, sind die Stufe des Unterbrechungswirts und der Angriff des Trägers erhöht. Alles klar. Das ist dieser Balken, alles klar. Ich habe gerade gedrückt halten. Okay, das habe ich gerade herausgefunden. Halte Basisangriff gedrückt, während ausreichend Hilfspunkte zur Verfügung stehen, um Basisangriff Sackgasse auszuführen, wodurch ein Hilfspunkt verbraucht wird. Hilfspunkte sind diese Dinger, womit ich kontern kann, ne? Die mir erlauben zu kontern. Ne? Cäsar wirft ihr Schild, um umliegende Gegner anzuwerfen und kleinere Gegner zu sich zu ziehen. Das ist... Oh. Ich muss das einsetzen. Ja, das sind unten rechts hier bei R1. Wenn ich nicht genug von denen habe, dann kann ich diese Blockangriffe machen. Komm mal her. Okay. Also sie tut gar keine Schilde aktivieren. Das heißt, diese eine Waffe, die ich für Seth geholt habe, wird zum Beispiel für sie gar nichts bringen. Dann muss ich ja die andere holen. Ne, die war ja irgendwie so, wenn du Gegner blockst, dann wird dein Angriff erhöht oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas. Ja, komm her. Kann man mit arbeiten auf jeden Fall. So, der erste 5 Sterne. So, jetzt ziehen wir die Ultimate. Vielleicht mal den hier. Zack. Oh. Alles klar. Ja, kann ich mir definitiv vorstellen, dass sie Bock macht.
auf einen Schlag. Cool. Bei Ben finde ich ehrlich gesagt auch cool, aber Ben ist mir ein bisschen zu langsam irgendwie so mit. Nein, das. Und so wie ich das verstehe, sie tut jetzt irgendwie andere Charaktere buffen, ne? Zur gleichen Zeit, wenn sie diesen Konter macht, ne? Also ja, cool. So, da haben wir dieses Material bekommen, was man hier zum Hochleveln bräuchte. Ja, aber das werde ich dann als Offscreen farmen, ne? Wenn ich mich jetzt hier voll auf sie fokussiere, dann müsste ich sie eigentlich relativ schnell hochgezogen bekommen, ne? So, ja, dabei müssen wir ja nicht, ne? Piper und Anton. Aber ich finde so gut, dass Piper jetzt so voll hochgelevelt wurde. So. Ich werde definitiv noch genug Dinger zusammenfahren von diesen Gacha-Währungen. Wenn ich jetzt hier die Events spiele, wenn ich hier jetzt Nineveh hier ein paar Mal erledige, ich werde definitiv noch genug für die andere Charaktere bekommen. Ich will aber wissen, was danach kommt. Und wenn danach auch ein cooler Charakter kommt, dann habe ich langsam so Probleme. Aber cool. So, aber ich muss definitiv für Caesar muss ich diese eine Waffe holen. Lass mich die nochmal anschauen. Die habe ich auch noch gar nicht, ne? Hier. Weil die eine Waffe habe ich für Seth geholt, ne? Weil halt ja, wenn der Träger ein Schild trägt, wenn seine Angriffskraft um 10 erhöht, und Seth tut ja Schilde kreieren, aber Caesar tut keine Schilde kreieren. Was bedeutet, das Ding ist absolut nutzlos für sie. Naja, natürlich wäre ihre persönliche Waffe sogar noch besser, aber hm. Ja, ich bin nicht so einer für 5 Sterne persönliche Waffen zu ziehen. Ich mag die Waffen. Ich habe noch nie irgendwie so wirklich die Waffen-Gacha gespielt. Das einzige Mal, in dem ich die Waffen-Gacha gespielt habe, war ein Genshin für Fischl. Und das war noch nicht mal eine 5-Sterne-Waffe. Das war einfach nur eine Waffe, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gehabt hat zu droppen in der Gacha. Die habe ich mir gefahren, weil ich für Best Girl einfach Dings brauchte. So, da müsste ich mir was da, der hier, ne? Den müsste ich mir dann holen. Da erhöht die maximal MP um 8, erhöht die Stoßkraft des Triers beim Allein eines Angriffs um 10%. Bedeutet Allein eines Angriffs auch kontern? Weil sonst weiß ich nicht, ob das gut ist. Auf was skaliert sie denn so? Braucht sie irgendwie? Wenn einige ihre Angriffe verstärkt, wenn ich bestimmte Sachen. Ich muss mir mal ihre Fähigkeiten hier anschauen. Skalieren irgendwelche Sachen irgendwie auf Verteidigung oder Angriffskraft oder so? Sieht nicht so aus. Das scheint allgemein nicht so ein Ding zu sein in diesem Spiel. Ben ist irgendwie, der hat als einziges irgendwie so Fähigkeiten, die irgendwie mit Verteidigung skalieren. Für Caesar versteht, was ihre passive Fähigkeit. Ein Schild in Höhe von 5. Ja, ein Schild, doch. Noch da ist auch ein Schild, ne? Versieht sie alle Truppenglieder mit Aegis des Ruhms einem Schild in Höhe von Philly, aber nicht sie, ne? Ihre anfängliche Stoßkraft plus 400. Shit. Ihre anfänglichen Stoßkraft plus 400. Warte mal, ey, tut das nicht irgendwie Stoßkraft erhöhen? Dann eine Ding, der Schild Aegis des Ruhms, der wird heute bleibt der Bonus-Effekt. Stoßkraft. Warte mal. Du darfst die Stoßkraft nicht erhöhen. Ja. Stoßkraft, ja. Das heißt, da wäre ja perfekt. Ne, erhöht die Stoßkraft des Trägers beim Allein eines Angriffs um 10% und sie skaliert so ein bisschen auf Stoßkraft. Na gut, weiß ich Bescheid. Ich wünsche mir nur irgendwie, das hier wäre irgendwie am Funktionieren, weil ich würde gerne mit den Charakteren hier mal rumlaufen, mit den anderen Charakteren, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen. Ich weiß nicht wieso. Na gut, keine Ahnung. Vielleicht wird das noch gefixt. Da muss ja gefixt werden, ne? Weil sonst. Stell dir vor, das ist echt so, ne? Dann würde ich ja nie mehr irgendwie, weil nicht einige der Events-Charaktere hochleveln können. Na, wo ist der, den ich gerade bekommen habe? Warte mal. Wenn ich einen der Charaktere hier hochlevel, dann kriege ich da auch wieder so einen Bangwun, ne? Warte mal.
Für wen ist der? Ja, der ist für Feuer. Ne, ich spann lieber an. War mit mir ja noch was angezeigt. Da war ich einen neuen hatte, ne? Ja, egal. Ne, ich spann mir die lieber. Das ist ja sowieso nicht so wichtig, mein Gott. Werde ich schon irgendwann hier zusammen haben. Mir fehlt ja nur noch einer oder zwei. Na gut, dann war's das für diese Folge, ne? Ich werde mich jetzt hier fokussieren, Caesar hoch zu leveln, ne? Auch wenn ihr wahrscheinlich, ob ich sie hochlevel oder nicht, macht ja irgendwie gar keinen Unterschied. Ihr bekommt das ja nie mit, ne? Ihr bekommt ja immer nur mit, wie ich hier schon. Wir tun ja in der Story immer hier andere Charaktere vorgegeben bekommen, ne? Also macht sowieso keinen Unterschied, ob ich die jetzt zu hochlevel oder nicht, ne? Aber für mich, damit ich sie auf Screen benutze, ne? Und ja, keine Ahnung, falls man irgendwie was kommt hier, so was man noch machen kann, ne? Aber gut, ja, voller Erfolg heute, würde ich sagen, ne? Part war, ist bestimmt wieder schon ein bisschen Überlänge, aber was soll's, ne? Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir höchstwahrscheinlich die Story weiterspielen, ne? Und ein bisschen hier von den, von dieser Biker-Gang hier herausfinden, was ich cool finden würde. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Entschuldigung, ich wollte dir nicht unter das Höschen schauen. Ciao.